Hallihallo, hier ist Martin von songwriteronline.com und das ist Tipp Nummer 7 meiner Serie 31 Tipps in 29 Tagen. Das war falsch, 29 Tipps in 31 Tagen. Manchmal haben wir das Problem, wenn wir Spuren zugeschickt bekommen von einem Kunden, dass wir relativ schnell merken, dass hier keine Studio-Cracks am Werk waren, die ultra tight aufeinander spielen. Das heißt, es war die ganze Geschichte wackelt ein bisschen und das ist natürlich schlecht für den Mix, wenn die Instrumente nicht tight aufeinander sitzen. Dann kann der Mix relativ schnell auseinanderfallen, bevor ihr noch das erste Plugin überhaupt in den Kanal zugeladen habt. Und wie gesagt, bei richtigen Studio-Cracks, die das super tight aufeinander einspielen, werdet ihr eher nicht auf dieses Problem stoßen. Aber in unserer kleinen Home-Recording-Welt, wo ihr Tracks zugeschickt bekommt von Bands, die das im Keller irgendwie aufgenommen haben, kommt das schon öfter vor. Und deswegen horchen wir jetzt einfach mal in dieses Beispiel hier rein und dann zeige ich euch, um was es geht. Okay, vielleicht habt ihr schon gehört, konzentrieren wir uns mal nur auf die Drums und den Bass. Und zwar jetzt hier in diese Versregion. Ja? Entschuldigung. Und man hört und sieht gleich auch, ich zeige euch das hier mal, dass der Bass ganz schön hinterher humpelt. Seht ihr das hier? Also der ist ganz schön weit hinterher hier. Das sind die Bassdrumschläge und das ist der Bass, der eigentlich hier drauf sein sollte. Also wenn ihr hier, das ist jetzt so stark, dass ihr eingreifen müsst. Und es muss nicht alles tausendprozentig im Raster aufeinander liegen. Wir wollen ja keine Robotermusik machen, aber in so einem Fall hier müssen wir jetzt eingreifen, weil sonst fliegt uns der Mix echt auseinander. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Bass hier auf die Bassdrum bekommen. Sowas nennt man auch Pocketing, also dass die Instrumente tight aufeinander sitzen, zumindest so tight, wie sie müssen, dass der Mix noch gut klingt. Und jetzt gibt es hier natürlich die tollsten Flex-Time-Plugins und Time-Stretching-Plugins. Jede DAW ist dann ein bisschen anders und man kann die aus den ersten Dingen auswählen. Ich kann das hier mal zeigen. Also ich könnte jetzt hier den Bass zerschneiden und dann hier verschiedene Modi auswählen und könnte dann, ups, das hat er jetzt gemacht. Nee, das wollte ich gar nicht. Und könnte dann den Bass hier zerschneiden und stretchen und was weiß ich was. Ich finde, dass das manchmal ein bisschen übertrieben wird. Und zwar geht es einfach um Folgendes, dass wenn ich jetzt merke, oder oft ist es so, dass dass ein Instrument nur an einem Songpart nicht tight ist und bei dem anderen stimmt. Und mir ist das jetzt hier aufgefallen, dass der Bass hier eigentlich nur bei diesem Vers-Teilen hier nicht tight ist. Bei den anderen Sachen im Refrain, da passt, habe ich kein Problem damit. Das heißt, wenn ich das weiß, dass er im Vers hier immer hinterherhinkt, dann muss ich auch nur das bearbeiten und da brauche ich auch keinen ultra komplizierten Flex-Time-Algorithmus und muss da hin und her schieben. Nee, wenn ich höre, der Bass ist die ganze Zeit ein Stückchen hinterher, dann nehme ich einfach den Part und schiebe ihn vor. Also man muss nicht immer alles super kompliziert machen und die erste Technik dafür anwenden. Das heißt, ich schneide jetzt einfach hier bei dem Takt, wo der Bass zu spät kommt, durch. Und das ist dieser Versteil. Da sehen wir auch, da spielt er die Achtel. Das liegt dem Bassisten vielleicht nicht so ganz. Vielleicht war er ein bisschen nervös, ich weiß es nicht. Und ich schneide jetzt hier einfach durch und werde mal versuchen, diese ganze Basslinie hier einfach ein bisschen nach vorne zu schieben, anstatt hier mit den ersten Flex-Time-Plugins hier jetzt gleich rumzufuhrwerken. Das heißt, ich kürze jetzt hier den Teil, der davor kommt, ein bisschen. Das geht in jeder DAW. Und kann jetzt schon mal mit dem Auge so ein bisschen gucken. Also, das ist die erste Achtel hier. Dass ich jetzt diese Achtel hier, die ist schon zu spät, seht ihr?
Ja, eigentlich sollte es hier sein. Ich suche mir aber eine aus, wo man es doch besser sieht. Zum Beispiel hier, das ist der Bassdrum-Schlag, das ist die Achtel vom Bass, die kommen sollte. Jetzt probiere ich doch einfach, den ganzen Bass vorzuschieben. Überprüfen wir nochmal. Hier ist er zu spät. Hier ist er zu spät. Hier ist er zu spät. Ja, hier zu spät. Also dann schieben wir doch den ganzen Part einfach nach vorne und machen nicht so einen riesen Zirkus mit dem Flex-Time-Ding und riskieren dann, dass wir Artefakte bekommen, wenn die Transienten da von diesem automatischen Programm falsch durchgeschnitten werden. Also, nehmen wir es hier, vielleicht nochmal näher ranzoomen. Das ist mein Bassdrum-Schlag, das ist mein Bassanschlag, den schiebe ich jetzt vor. Würde ich mal sagen, so. Jetzt hören wir uns die ganze Sache nochmal an. Schauen wir nochmal. Nur ein bisschen, nur ein Stückchen vor. Ne? Noch ein Stückchen vor, würde ich sagen. So. Und nochmal anhören. Jetzt war es zu weit nach vorne. Okay, war ein Stückchen zu weit nach vorne, dann zurück. Und ich glaube, dann dürfte die Sache hier passen. Schauen wir nochmal hier. Jo, jetzt ist es ein bisschen zu weit vorne. Machen wir das so. Und jetzt müssen wir ganz gut fahren. Na, noch ein kleines Stückchen nach hinten. So. Und es klingt wesentlich besser als vorher. Er hinkt zumindest jetzt nicht mehr hinterher. Wir können hier auch nochmal überprüfen. Ja, jetzt könnt ihr hier sehen, Bass und Bassdrum sind genau übereinander. Im Raster, jetzt müssen wir nur hier schauen, dass wir hier keine Knackser bekommen, weil da haben wir ja geschnitten. Und das müssen wir jetzt überprüfen. Das kann nämlich unter Umständen passieren. Ja, dazu schalte ich den Bass mal so. Der muss jetzt nicht sein, aber kann sein, dass wir hier einen sauberen Übergang machen, weil wir haben ja einfach durchgeschnitten jetzt. Und mal hier. Okay, das war jetzt hier nicht so schlimm. Ich mache hier trotzdem so ein Crossfade, damit alles sauber ist. Und hören wir nochmal hinten, ob es da knackst. So, hier hat es geknackst. Und zwar nicht zu so knapp. Mal reinhören. Knacks. Das möchten wir nicht. Auch hier mal ein Crossfade und schauen, ob wir das damit beheben können. Und der Knackser ist weg. Damit haben wir den Bass bearbeitet, ganz ohne Flex-Time-Geschwurbel. Und schauen wir uns vielleicht nochmal das Klavier jetzt hier mit dazu an. Ups, ach, das ist ein bisschen kompliziert hier. Ich habe hier keinen Schlagzeuggruppenbus. So, jetzt nochmal. Wow. Habt ihr das gehört? Das ist auch hier. Das ist das Gleiche hier. Okay, das geht also nicht, da müssen wir schneiden. Und auch hier schneide ich einfach die Noten hier aus. Das Takt 15 sollte er kommen. Wir sehen hier, dass er später kommt. Und ich schneide hier jetzt einfach ab. Der hier kam wieder richtig, ne? Ne? Okay. Und jetzt schiebe ich einfach diesen einen Akkord, der hier zu spät kam. Den schiebe ich jetzt mal vor. Mache auch gleich wieder ein Crossfade. Und dann schauen wir mal, ob wir damit zurechtkommen. Ob das besser klingt. Und das war's. Jetzt haben wir den Akkord, der uns gestört hat, vorgezogen, ganz ohne Flex-Time-Editing oder sonstiges. Ja? Das ist also das Pocketing. Das kann man mit allen Instrumenten machen, muss es teilweise auch sogar mit dem Gesang machen.
wenn der Gesang nicht wirklich auf der Eins sitzt und arg spät kommt, arg schwankt, muss man es da auch machen. Beim Gesang ist es heikler natürlich, weil da verzeiht das Ohr nichts. Aber ihr müsst bei so einem Mix, der so ein bisschen wackelt wie ein Kuhschwanz, müsst ihr das Pocketing machen. Das heißt, dass die Instrumente tight aufeinander sind. Wenn sie nicht tight eingespielt wurden, müsst ihr das manuell machen. Und ich würde jetzt, bevor ich zum Flex-Time immer gleich greife, erstmal anhören, weil das ist wirklich oft der Fall, dass es nur in bestimmten Parts nicht passt und in anderen Parts ist es dann wieder völlig in Ordnung vom Timing her. Somit erhält man sich auch so die menschliche Musikalität in so einem Mix. Ich hoffe, euch konnte das helfen. Das war Tipp Nummer 7 meiner Serie und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Tipp. Das war Martin von songwriteronline.com. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao, tschüss.